Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün Randomized Together. Ich bin's wieder, der Eagle. Ich weiß, es ist schon länger her, dass der letzte Part rausgekommen ist, aber erst war ich eine Woche im Urlaub und dann hatte der arme Mythi eine Woche lang kein WLAN. Entsprechend hat das jetzt leider etwas gedauert, aber ich hoffe, wir kriegen das jetzt in etwas kürzeren Abständen zusammen. Jetzt muss ich glaube mal gucken, was hat sich denn so geändert? Ach! Oho! Ach du lieber Himmel! Oh, da hat sich, Furor hat sich eindeutig gesteigert. Boah! Alter Falter! Ja, Eusebius ist gleich geblieben, Little Möti auch, Gloria auch, soweit ich das sehe. Tilts und Eagle! Ah, okay! Er hat schon angefangen, meinen Namensvetter zu trainieren, das ist schon mal gut. Der trägt doch was, was trägt er denn da? Wo sieht man das gleich? Alter, ein EP-Teiler ist... What the fuck, wurde denn ein EP-Teiler her? Interessant. Ein Fokusband? Alter, was? Okay, Macho-Band. Ein Glücksei? Alter, was hat der Mythi für Sachen gefunden? Ist ja geil. Okay, egal, macht nix. Also, was haben wir sonst noch drin? Gut, Tränke haben wir noch eine Handvoll. Gut, den Rest können wir, glaube ich, lassen. Ah, ein Bärensaft, der ist auch neu. Okay, egal, da gehen wir jetzt mal weiter. Gegen den hat er wahrscheinlich noch nicht gekämpft. Wir vom Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Na dann, da bin ich ja mal neugierig. Ist sehr gerandomized, also was spuckt er denn aus? Ach, ein Plusel! Ach, das ist ja süß. So. Oh, oh, da müssen wir aufpassen. Von Glut haben wir nicht mehr viel. Da müssen wir uns halt durchkratzen. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Weil Glut hebe ich mir noch für die Pflanzen-Pokémon auf. Naja, egal. Die paar Ruckzuck-Hieb-Attacken, die kann Furor locker einstecken. Das ist kein Problem. Huiuiuiui, das ist ja mal eine Sache. Okay, als nächstes wird... Ach, Gekabor! Ach, das ist ja witzig. Da hast du gleich nochmal so einen Starter. Ah, das ist ja gut. So, dann würde ich mal sagen... ach komm, scheiß drauf. Wir nehmen trotzdem Kratzer. Ich spare mir die AP von Glut. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein fettes Pflanzen-Pokémon irgendwann mal vorbei. So, das geht doch wunderbar. Sehr gut. Weg damit. Okay. Und Eagle erreicht Level 12. Das ist doch sehr erfreulich. Damit gewonnen. Das gibt es nicht. Doch, mein Freund, offensichtlich gibt es das schon. So. Ah, da ist jetzt wieder der Typ da. Ach komm, lass mal Furor mal draußen. Na jetzt, was läuft denn hier noch rum? Ach. Ach, eine Abra. Naja, wir können es ja mal angreifen. Na komm. Ja gut, die paar EP nehmen wir mit. Damit ist er ja auch Level 16. Das ist doch schön. Furor erreicht das wohlverdiente Level 16 und versucht Doppelkick zu lernen. Das geben wir ihm natürlich mit, das ist doch klar. Doppelkick anstelle von Heuler brauchen wir eh nicht. Dann nehmen wir lieber einen vernünftigen Doppelkick, dann kann er den mal schön in die Fresse treten. Das ist sehr gut. Ja, ich freue mich. Stopp! Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir! Ach, Leute. Immer diese Leute, die nicht teilen können, ne? Ganz schlimm. Oh, Geowatz. Ach du lieber Gott. Da haben wir ja einen Doppelkick gerade rechtzeitig erlernt. Sehr gut. Das freut mich. Alter Schwede, Furor haut richtig rein. Da haben wir uns einen guten Fang gemacht mit dem Teil. Ja, da müssen wir aber mal gucken, dass der Rest unseres Teams nicht komplett hinten runterfällt, ne? Ach, ein Bisaflor, na sowas. Alter, was haben die hier für Pokémon? Das ist ja gruselig. Das ist richtig gruselig. Junge. Gib ihm. Aber hart. Oh, nee. Und jetzt kommt wieder dieser schwule Egelsamen-Scheiß. Oh, nee, Leute. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oder das gibt es doch nicht. Ja, egal. So. Für Bisaflor langt es auf jeden Fall noch. So, jetzt haben wir leider keine AP für Glut mehr. Das ist schade. Und Furor erreicht Level 17. Alter, das geht ja hier... Wie's? Alter, Schnabel.
Das geht ja wie Brezeln backen. Das ist ja Hardcore. Alter. Ja, was Energiefokus brauchen wir das noch? Bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Ach, weißt du was? Ich werde Furo einfach mal zu so einem Hau drauf Pokémon machen. Komm, scheiß auf Energiefokus. Weg damit. So, Igel erreicht Level 13. Das ist doch auch gut. Und er lernt Donnerwelle. Das ist doch schön. Als nächstes wird Fumpy eingesetzt. Ach, weißt du was? Dann lass mal Furo auch gleich draußen. Oh, nee, scheiße. Jetzt habe ich doch glatt den Egelsamen vergessen. Oh, nee, wie dämlich. Ja, das ist wirklich... Also, Egelsamen ist wirklich eine absolute Kackattacke. Ah, egal. Macht nichts. Wir haben trotzdem gewonnen. Das hat gut funktioniert. Furo boxt sich da einfach durch. Das ist okay. Na gut, ich gebe dir eines ab. Na dann. Hey, nicht so gierig. Ich sagte, ich gebe dir eines ab. Ja, was denn? Dummfossil oder Helixfossil? Was nehmen wir denn? Amoroso ist schon cool, aber ich persönlich mag Kabutops mehr. Also nehmen wir das Dummfossil mit. Sehr gut. Okay, dann gehört das hier mir. Ja, gut, und jetzt verpissen wir uns mal. Ach, ein Zauberwasser. Ach, das ist hier super. Das verstärkt Wasserattacken. Das geben wir mal Gloria, damit Gloria auch ein bisschen mehr Stärke bekommt. Wir müssen natürlich auch noch Gloria trainieren. Was läuft denn hier so rum an Pokémon? Ach! Ein Porygon 2? Ach, das ist ja cool. Ah, das sind natürlich ein paar geschenkte EP, ne? Die müssen wir natürlich mitnehmen. Gib ihm! Und weg damit, Porygon 2. Sehr gut, das läuft. Das nehmen wir mit. Lup. So. Und jetzt aber mal nix wie raus hier. Ah, okay, wir sind auf der Route 4. Super. Ah, da sind doch die... Warte mal kurz. Ich schaue hier mich kurz nochmal um. Wie gesagt, ich habe schon bei Möti seinen Part auch gesehen. Möti scheint zu wissen, wo die ganzen versteckten Items und so weiter rumliegen. Ich weiß das zum Teil nicht mehr, weil bei mir die alten Generationen einfach zu lange her sind. Dritte Generation, also Rubin, Smaragd und Saphir, da weiß ich noch so in etwa, wo alles rumliegt. Aber bei erster Generation bin ich immer noch so ein bisschen am Überlegen. Egal, so, jetzt gucken wir mal. Ja, da gehen wir mal dahin. Ein Schlag von roher Gewalt. Mit zerstörerischer, verheerender Wirkung. Mega-Hieb ist die ultimative Attacke. Ach so, Mega-Hieb. Mega-Hieb können wir einem Pokémon beibringen. Aha. Wer kann's denn lernen? Ja, Furo, wer hätt's gedacht? Mega-Hieb. Sollen wir das Furo beibringen? Naja. Mega-Hieb, ich weiß nicht. Das bringen wir Little Möti bei, oder? Was kann Little Möti denn? Was? Ein Igler? Alter, was? Nein, wieso ein Igler? Was ist das für eine dumme Scheiße? Wieso ein Igler? Nein, um Gottes Willen. Ein Igler. Ich will... Also, er ist dummer. Was ist das für ein Scheiß? Ja, so, welches Pokémon soll Megakick erlernen? Okay, gut, bitte, dann Furo. Furo versucht Donnerwelle zu erlernen. Was ist das denn für ein Scheiß? Nein. Wir bringen Furo natürlich keine Donnerwelle bei. Hallo, was ist das denn für ein dummer Scheiß? Ah, okay, interessant. Also, mit anderen Worten, auch die Attacken, die man hier erlernen kann, sind gerandomized. Okay, interessant. Ach, eine Drachenklaue. Alter, sag bloß. Einfach mal so die TM-Drachenklaue gefunden, weißt du? So, wer könnte es denn lernen? Das kann keiner aus unserem Team lernen, das ist schade. Aber vielleicht begegnet uns ja noch im Verlauf des Let's Plays ein Drachen-Pokémon. So, das ist jetzt hier Route 4, ne? Mondberg. Nach dem Mondberg. Da durften wir also ein Pokémon fangen. Wir gucken einfach mal, ne, was hier so rumläuft. Ach, ein Maskeregen. Das ist zwar nett, aber das eignet sich nicht wirklich. So, Maskeregen, Schnabel. Weg damit. Ah, das hält sogar aus, okay. Interessant, interessant. Ist mal gar nicht so doof. So, wir machen Maskeregen mal kurz down und weg ist es. Sehr gut, und Furo erreicht damit auch das wohlverdiente Level 18.
Alter Schwede, hey, das geht aber los hier. Na, und von welchem Pokémon werden wir jetzt noch aufgehalten? Von einem Kindwurm. Das ist zwar cool, aber... Nee, sorry. Wenn wir nämlich die Chance haben, dass sich auch ein Brutalander irgendwo rumtreibt, warum soll ich mir dann einen Kindwurm nehmen? Das ist ja irgendwie voll ineffizient. So, lülülülülü. Ach so, nee, das ist der Radlerladen, da wollen wir nicht rein. Wir wollen ins Pokémon Center. Ganz, ganz schnell. Ganz, ganz schnell müssen wir da rein. Damit unser Team auch ein bisschen was abbekommt hier. So. Ach, Junge, Junge, ja, das geht mit dem Paarzimmer so schnell hier. Mein Gott, hey, so ein bisschen Zeit braucht man schon. So, wie sieht's aus? Geld haben wir genug, aber heute gebe ich ausnahmsweise mal kein Geld aus, weil noch ist es nicht nötig. So, wir werden jetzt mal Gloria trainieren. Mal gucken, was uns hier noch so begegnet. So, Route 4. Na, dann probieren wir mal. Gucken wir mal. So, was läuft hier rum? Ach, ein Perlu. Ist ja cool. Ich mag Perlu. Ist ein cooles Pokémon. Aber, nee, danke. Sorry. Scheiße, da können wir nicht viel anfangen damit. Weißt du was, das machen wir genau umgekehrt. Wir stellen jetzt, also wir nehmen jetzt Eagle mal den EP-Teiler weg. Geben ihn zu Gloria. Gloria trägt zwar Zauberwasser, aber das macht nichts. Da tauschen wir aus. Und das Zauberwasser, das geben wir Little Möti zum Tragen, damit der auch ein paar stärkere Attacken hat. So, das heißt, Gloria kriegt EP-Teiler, Eagle kommt ganz nach vorne, das ist doch gut. Und jetzt wird hier mal ein bisschen trainiert. So, ja, Perlu, und ihr wisst ja, ihr kennt es bei mir. Speed up und zack. So, ich werde jetzt hier noch ein bisschen den Part mit Trainieren verbringen. Weil das einfach jetzt wirklich wichtig ist. Wir müssen uns da einfach ein bisschen besser aufstellen. Ach, ein Keifel. Na sowas, sag er bloß. Ach. Du mal. Oh. Pulverschnee ist nicht schön. Aber egal, macht nichts. Keifel kriegen wir auch so. So, wir beeilen uns mal, dass wir hier ein bisschen gut durchkommen. So, hier kommen wir gut durch. Eagle macht das ganz bequem für uns hier. Das läuft eigentlich alles. Maskeregen ist auch ganz cool. Ich mag Maskeregen. Es sieht cool aus. Es ist wirklich eins von den Pokémon, wo ich sage, die sind echt cool designt. So, ah, schon wieder Keifel. La 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 la. Wir lassen das jetzt einfach mal kurz hier. Wir machen das ganz diszipliniert hier mit. Ah, seufzt. Das machen wir ganz diszipliniert. Mit Schnabel hacken wir uns da durch die gegnerischen Horden. Und ein Kangama, das ist ja cool. Ich mag Kangama. Kangama ist ein cooles Pokémon. Echt jetzt mal. Oh. Oh, Kometenhieb ist jetzt, finde ich, nicht so geil. So, jetzt gehen wir erstmal. Wir sind so verdammt schnell. Wir gehen jetzt mal kurz ins Pokémon Center und lassen unser Pokémon heilen. Und ihr wisst ja. Bisschen trainieren und dann gucken wir noch, dass wir den Gary platt machen, damit der Mythi dann auch die Nugget-Brücke machen kann. Altaria, wie cool! Alter, was begegnet einem denn hier für Pokémon? Das ist abnormal. Oh nee, und jetzt pennt unser... Ah nee, Eagle, hör auf zu pennen! Verdammt nochmal, Eagle, ich sagte, du sollst aufhören zu pennen. So, tschüss. Wie gesagt, Altaria ist geil, aber nicht... Also ich meine... Solange mir hier keine Legis über den Weg laufen, werde ich jetzt da keine weiteren Pokémon meinem Team mehr hinzufügen. Oder unserem Team. Ich muss ja unserem Team sagen. Ja? Also, bitte, wir wollen da korrekt bleiben. Unserem Team werde ich keine weiteren Pokémon mehr hinzufügen. Ich werde höchstens für den Pokédex nochmal was fangen. Aber jetzt im Moment sehe ich da keine weitere Notwendigkeit. Ah, nochmal Kangama. Kangama ist doch immer cool. Kangama ist vor allem... Ich finde, Kangama ist so richtig cool. Ein richtig süßer Mama-Dino. Richtig putzig. So, Isso. Bla. Platscher. Auch die überflüssigste Attacke ever. Alter, nur dumme. Ah, egal. Nee, komm. Lass den Scheiß. Wir haben jetzt genug trainiert. Jetzt ist aber auch gut. So. Geh jetzt aus dem Weg. Dann gehen wir mal kurz ins Pokémon Center. Ach nee, weißt du was? Wir gehen mal kurz in die Arena trainieren. So. Gut, dann machen wir mal. So, und wir lassen mal das Speed-Up wieder gepflegt weg. Ihr wisst ja... Tentacher! Ach, das ist ja nett. In einer Wasserarena haben die tatsächlich mal Wasser-Pokémon. Das ist ja toll. So, Donnerschock. Jetzt aber mal schnell wegschocken den Kollegen. Sehr gut. Das zieht ja schon mal einiges ab.
Und Giftstachel ist und bleibt einfach die nervigste Attacke ever. Also eine der nervigsten Attacken. Noch nerviger ist Superschall und sowas. So, Igel erreicht Level 15. Das ist es doch, was wir sehen wollen. Haha. Als nächstes wird Gekabor eingesetzt. Haben wir schon wieder Gekabor. Heute zwei Gekabors in einem Part. Uiuiui, das ist ja heftig. Und das auch noch Level 16, Alter. Sehr gut, One-Hit-Kills sind immer noch die schönsten im Pokémon. Gewonnen. So. Für die paar Kröten, die wir kriegen, da können wir uns nicht mal einen Puff was kaufen. So. Wie? Du? Ich bin schon zu gut für dich. Misty muss ich nicht mit dir abgeben. Na, das wollen wir mal sehen. Ich bin ja mal gespannt. Aber wisst ihr was? Da ich den ersten Orden gemacht habe, werde ich den Möti den zweiten Orden machen lassen. What the fucking fuck? Alter, meinst du doch jetzt nicht im Ernst, oder? Alter, ernsthaft jetzt? Ein dämliches scheiß Deoxys, Alter. Das glaubt mir doch jetzt kein Mensch. Oh mein Gott, ey. So, Igel, jetzt gib aber alles. Hier, Donnerschock. Donnerschock. Mann, nee. Da wechseln wir mal besser das Pokémon, glaube ich. Das Pokémon, das wechseln wir, glaube ich. Oder probieren wir nochmal Schnabel. Wie viel zieht Schnabel ab? Nicht gut. Das ist nicht gut. Ja. Da wechsle ich mal ganz spontan. Ja, wohin wechsle ich denn da? Wir probieren es mal mit... Igel kann ich... Alter, warum? Jetzt können wir Igel nicht austauschen. So ein Scheiß. Jetzt kann ich meine Tränke auf so einen dummen Scheiß verschwenden. Na, Gott sei Dank ist Deoxys wenigstens paralysiert. Mein Gott, dummer Scheiß. Gut, dann halt nochmal einen Schnabel. Alter, was? Statik? Was ist das für ein dummer Mist? Komm jetzt hört's aber mal auf. Alter, lass den... Ja, Gott sei Dank von Wiki befreit. Na, da können wir jetzt mal gepflegt austauschen. So, Gloria, raus mit dir. Jetzt langt's mir aber. Hallo. So. Scheiß auf Abschlag. Oh nee, und jetzt ist der EP-Teiler entrissen, aber das macht nichts. Schon okay. So, jetzt setzen wir nämlich mal Wickel ein. Jetzt drehen wir mal nämlich den Spieß um. So, jetzt haben wir zwar Statik abgekriegt. Das ist zwar dumm und scheiße, aber... Das ist mir jetzt auch egal. So, ja. Dann machen wir jetzt einfach mal Beutel, Paraheiler, haben wir ja noch genug. So, Deoxys ist paralysiert, das ist natürlich schön. Und ehrlich, alter, Trainer, die Deoxys einsetzen, sind auch nicht mehr ganz normal. Ey, what the fuck? Was haben die vier für Pokémon? Das ist doch nur noch krank. Oh, und Nachtnebel, das ist am Anfang wirklich eine so verdammt nochmal tödliche Attacke. Das ist echt abnormal. Das glaubt einem echt niemand. Alter... Und dieses Deoxys hat irgendwie auch das ewige Leben, kann das sein? Alter, das sind doch nur noch 3-4 KP. Ja, Gott sei Dank. Alter. So, Gloria kriegt jetzt hier die volle Dröhnung. Alter, Gloria, jetzt aber. Ich bin überwältigt. Ja, ich bin auch überwältigt, ey, von meiner eigenen Blödheit, ehrlich. Junge, Junge, hey. Das muss ich echt irgendwann mal besser hinkriegen hier. Kann ja nicht sein, dass jedes Mal das halbe Team am Abkratzen ist, nur weil ich gerade mal irgendwie gekämpft habe, ey. Ich meine, wie gesagt, ich bin alter Hase, was Pokémon angeht, also so schnell überrascht mich da nichts. Aber trotzdem, gegen Deoxys zu kämpfen, das ist schon mal eine Herausforderung. Das ist etwas... Aber das finde ich ja auch das Coole an diesem Spiel hier, dass das randomized ist, dass du hier wirklich dich auf nichts verlassen kannst. So, jetzt machen wir aber mal den Gary hier, den schönen Gary, den machen wir jetzt mal hier kurz fertig. Moment. So, Pokémon... Das passt, glaube ich, soweit, oder? Tilts, Little Möti und Furor sind so ziemlich die Eckpfeiler unseres Teams. Komm, da gucken wir einfach mal vorbei. Hoden! Alter, what the fuck? Der Typ heißt Hoden. Okay, interessant. Wusste gar nicht, dass Möti den so genannt hat. Sehr gut. Hi, Olaf. Du bist also immer noch unterwegs. Mir geht es bestens. Ich habe jede Menge neue, starke Pokémon gefangen.
Zeig mal, was du gefangen hast, Olaf. Ja, Hoden, zeig mal her, was du so gefangen hast. Alter, warum? Ach, Gottchen. Magneton, ach so. Pff. Ja, wenn's weiter nix ist, ne? Oh, nee. Dummer Scheiß. Ja, da müssen wir jetzt leider austauschen gegen Little Möti. Magneton ist eindeutig eine Nummer zu groß. Und Ultraschall ist nervig, um das auch mal fürs Protokoll festzuhalten. Lehmschuss auf Doom! In dein Gesicht! Und weg ist er! So. So, als nächstes wird Kangama eingesetzt. Na, das ist doch wohl ein Fall für unseren Klopper vom Dienst, Furor. Der macht das hier schon. Gib ihm! Jetzt lass mal die Fäuste fliegen. Beziehungsweise deine Füße, ne? Doppelkick. Alter, ehrlich, Logok ist so ein Pokémon, echt, das fickt so ziemlich jeden Gegner weg. Völlig wurscht wen. Einfach zack, drauf treten und weg ist der Gegner. Das ist einfach super. Das macht wahnsinnig Spaß, mit Logok zu kämpfen. Ist echt super. So, als nächstes wird Meryl eingesetzt. Na dann, da müssen wir natürlich tauschen. Das macht Eagle für uns. Meryl. Da hat der noch sowas Profanes wie Meryl dabei. Na dann, zeig mal her. Level 18, na das ist ja nett. Donnerschock. Gib ihm! Naja, gut. Sehr weit wird er mit der Tour nicht kommen. So, nochmal bitte. Und dann ist er auch weg. Wer kommt da noch als letztes? Werden wir sehen. Mal gucken. So. Eagle, du machst das ja schon mal nicht schlecht. Als nächstes wird Smogmog eingesetzt. Na dann, ein Smogmog. Was nehmen wir denn da? Smogmog. Ach, Furor, mach du nochmal. Smogmog ist auch so ein Pokémon, ne? Gift-Pokémon, auch ganz nervig. Level 15. Na dann, glute es mal an. Ja, ich will mich nicht beschweren. Also, ich sage, Furor ist eine Kampfmaschine. Es ist einfach wirklich hardcore. Und jetzt brennt er auch noch. Na dann haben wir das eh für uns entschieden. Leider Gottes ist unser Pokémon jetzt wieder vergiftet und ich könnte Smogmog dafür den Hals umdrehen, weil ich das hasse. Gift ist so ein richtig ekelhafter Status. Oh, dummer Scheiß. So, jetzt machen wir kurz Smogmog weg und dann hat sich der Scheiß hier. Dankeschön, guten Abend und herzlich willkommen zur Tagesschau. Nee. So, also Furor ist Level 19. Völlig verdientermaßen. Gloria erreicht Level 15, damit ist die auch wieder... Er lernt Heilung, sehr gut. Damit ist er auch mal wieder weiter. Hey, schau gut, du hast gewonnen. Ja. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémon-Maniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm bei dir für bedanken. Nun ja, ich hau ab. Mach's gut. Ja, lass dich hier nie wieder blicken, du Arsch. Oh ja, genau. Du tust mir leid. Nein, wirklich, du mühst dich immer so ab. Darum will ich dir einen Gefallen tun und schenke dir das. Ruhmesdatei. Ein redseliges Plappermaul wie du. Das ist genau das Richtige. Ich brauche es nicht, da ich mich nicht um andere schere. In Ordnung, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Tschüss. Alter Gary, du dämlicher Sack, ehrlich. Ach Gott, hey. Obwohl, er heißt ja nicht mal Gary, er heißt ja Hoden, also dann ist es okay. Dann passt der Name wenigstens. Mein Gott, ja, Hoden. Also dann ist er auch gut. So. Und da ich unbedingt möchte, dass der Möti für uns den Orden holt, gehe ich mal hin und stelle mich demonstrativ in die Arena rein. Am besten vor die Misty hier mit ihrem sexy Bikini. So, da stellen wir uns einfach mal hin. Wir sichern das Game und ich bedanke mich wieder einmal, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann ja, im Part 10 dann wieder. Ne? Der Part 9, den gibt's dann wieder bei Möti. Bis dann, Leute. Macht's gut. Servus und ciao.